Biotopverbund. Verbundene Landschaft, lebendige Vielfalt. Kinder lieben Schmetterlinge. Doch viele kennen nur noch Kohlweißlinge und vielleicht das Tagpfauenauge. Die wenigsten haben mal einen Schwalbenschwanz oder gar einen großen Feuerfalter gesehen. Das war früher anders. Still und heimlich verschwinden sie und mit ihnen viele andere Insekten. Doch ohne Insekten werden viele Pflanzen nicht mehr bestäubt. Viele Vögel können ihre Jungen nicht füttern. Das Artensterben bei uns ist dramatisch. Was ist passiert? Auf den Feldern und Wiesen leben immer weniger Tiere, weil zu viel Dünger und Chemie gegen Schädlinge eingesetzt wird. Es gibt fast keine ungenutzten Flächen mehr, auf denen sie ungestört leben können. Unsere Siedlungen werden immer größer, die Straßen immer breiter. Lebensräume für Tiere und Pflanzen immer kleiner und schlechter. Übrig bleiben kleine Inselbiotope. Aber die meisten Tiere bleiben nicht ihr ganzes Leben auf einem Fleck. Ihre Nahrung, ihre Partner, ihre Kinderstuben und Überwinterungsplätze liegen oft nicht direkt nebeneinander. Und liegen sie zu weit auseinander, sind sie für Tiere schwer zu finden und zu erreichen. Dazu kommen viele Gefahren auf dem Weg. Was können wir tun, um den Tieren das Wandern zu erleichtern, damit die Arten überleben? Wir müssen Lebensräume erhalten, vergrößern und verbessern. Wir brauchen wieder mehr wilde, blühende Kräuter und Stauden auf Feldern, Wiesen und ungenutzten Äckern. Und wir müssen die Lebensräume miteinander verbinden. Es braucht ein grünes Netz in der Landschaft, aus breiten Rändern entlang von Wäldern, Wegen und Straßen. Von Gewässern und Gräben, wo Wildpflanzen wachsen und blühen dürfen. Und es braucht Überquerungsmöglichkeiten für Straßen und Bahntrassen. So entsteht Austausch und Tiere und Pflanzen erobern sich ihre Lebensräume zurück. Das kann ganz klein beginnen. Von Flächen in und um Städten, die miteinander verbunden werden, bis hin zu ganzen Landkreisen und Bundesländern, die ihre Biotope und Schutzgebiete verknüpfen. Deutschlandweit, europaweit. Es gibt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel zieht sich dort ein grünes Band durch Deutschland und Europa, wo früher Ost und West getrennt waren. Wir können alle etwas dafür tun, die Schönheit und lebendige Vielfalt unserer Natur zu erhalten. Wir können darauf achten, dass in unserer Gemeinde nicht gebaut werden darf, wo Biotopverbundflächen sind. In unseren Gärten können wir der Natur Platz geben mit einheimischen Sträuchern, Bäumen und Wildblumenwiesen. Als Bauern und Bäuerinnen können wir Teile unserer Flächen dafür zur Verfügung stellen und den Chemieeinsatz verringern. Wir können uns in Vereinen und der Politik für mehr Schutzgebiete und die Schaffung des Biotopverbunds einsetzen. So sorgen wir gemeinsam dafür, dass auch in vielen Jahren noch jedes Kind einen Feuerfalter entdecken kann. Biotopverbund. Verbundene Landschaft, lebendige Vielfalt. Ein Projekt des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Biotopverbund. Verbundene Landschaft, lebendige Vielfalt. Kinder lieben Schmetterlinge. Doch viele kennen nur noch Kohlweißlinge und vielleicht das Tagpfauenauge. Die wenigsten haben mal einen Schwalbenschwanz oder gar einen großen Feuerfalter gesehen. Das war früher anders. Still und heimlich verschwinden sie und mit ihnen viele andere Insekten. Doch ohne Insekten werden viele Pflanzen nicht mehr bestäubt. Viele Vögel können ihre Jungen nicht füttern. Das Artensterben bei uns ist dramatisch. Was ist passiert? Auf den Feldern und Wiesen leben immer weniger Tiere, weil zu viel Dünger und Chemie gegen Schädlinge eingesetzt wird. Es gibt fast keine ungenutzten Flächen mehr, auf denen sie ungestört leben können. Unsere Siedlungen werden immer größer, die Straßen immer breiter. Lebensräume für Tiere und Pflanzen immer kleiner und schlechter. Übrig bleiben kleine Inselbiotope. Aber die meisten Tiere bleiben nicht ihr ganzes Leben auf einem Fleck. Ihre Nahrung, ihre Partner, ihre Kinderstuben und Überwinterungsplätze liegen oft nicht direkt nebeneinander. Und liegen sie zu weit auseinander, sind sie für Tiere schwer zu finden und zu erreichen. Dazu kommen viele Gefahren auf dem Weg. Was können wir tun, um den Tieren das Wandern zu erleichtern, damit die Arten überleben? Wir müssen Lebensräume erhalten, vergrößern und verbessern. Wir brauchen wieder mehr wilde, blühende Kräuter und Stauden auf Feldern, Wiesen und ungenutzten Äckern. Und wir müssen die Lebensräume miteinander verbinden.
Es braucht ein grünes Netz in der Landschaft, aus breiten Rändern entlang von Wäldern, Wegen und Straßen, von Gewässern und Gräben, wo Wildpflanzen wachsen und blühen dürfen. Und es braucht Überquerungsmöglichkeiten für Straßen und Bahntrassen. So entsteht Austausch und Tiere und Pflanzen erobern sich ihre Lebensräume zurück. Das kann ganz klein beginnen. Von Flächen in und um Städten, die miteinander verbunden werden, bis hin zu ganzen Landkreisen und Bundesländern, die ihre Biotope und Schutzgebiete verknüpfen. Deutschlandweit, europaweit. Es gibt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel zieht sich dort ein grünes Band durch Deutschland und Europa, wo früher Ost und West getrennt waren. Wir können alle etwas dafür tun, die Schönheit und lebendige Vielfalt unserer Natur zu erhalten. Wir können darauf achten, dass in unserer Gemeinde nicht gebaut werden darf, wo Biotopverbundflächen sind. In unseren Gärten können wir der Natur Platz geben mit einheimischen Sträuchern, Bäumen und Wildblumenwiesen. Als Bauern und Bäuerinnen können wir Teile unserer Flächen dafür zur Verfügung stellen und den Chemieeinsatz verringern. Wir können uns in Vereinen und der Politik für mehr Schutzgebiete und die Schaffung des Biotopverbunds einsetzen. So sorgen wir gemeinsam dafür, dass auch in vielen Jahren noch jedes Kind einen Feuerfalter entdecken kann. Kinder lieben Schmetterlinge. Doch viele kennen nur noch Kohlweißlinge und vielleicht das Tagpfauenauge. Die wenigsten haben mal einen Schwalbenschwanz oder gar einen großen Feuerfalter gesehen. Das war früher anders. Still und heimlich verschwinden sie und mit ihnen viele andere Insekten. Doch ohne Insekten werden viele Pflanzen nicht mehr bestäubt. Viele Vögel können ihre Jungen nicht füttern. Das Artensterben bei uns ist dramatisch. Was ist passiert? Auf den Feldern und Wiesen leben immer weniger Tiere, weil zu viel Dünger und Chemie gegen Schädlinge eingesetzt wird. Es gibt fast keine ungenutzten Flächen mehr, auf denen sie ungestört leben können. Unsere Siedlungen werden immer größer, die Straßen immer breiter. Lebensräume für Tiere und Pflanzen immer kleiner und schlechter. Übrig bleiben kleine Inselbiotope. Aber die meisten Tiere bleiben nicht ihr ganzes Leben auf einem Fleck. Ihre Nahrung, ihre Partner, ihre Kinderstuben und Überwinterungsplätze liegen oft nicht direkt nebeneinander. Und liegen sie zu weit auseinander, sind sie für Tiere schwer zu finden und zu erreichen. Dazu kommen viele Gefahren auf dem Weg. Was können wir tun, um den Tieren das Wandern zu erleichtern, damit die Arten überleben? Wir müssen Lebensräume erhalten, vergrößern und verbessern. Wir brauchen wieder mehr wilde, blühende Kräuter und Stauden auf Feldern, Wiesen und ungenutzten Äckern. Und wir müssen die Lebensräume miteinander verbinden. Es braucht ein grünes Netz in der Landschaft, aus breiten Rändern entlang von Wäldern, Wegen und Straßen. Von Gewässern und Gräben, wo Wildpflanzen wachsen und blühen dürfen. Und es braucht Überquerungsmöglichkeiten für Straßen und Bahntrassen. So entsteht Austausch und Tiere und Pflanzen erobern sich ihre Lebensräume zurück. Das kann ganz klein beginnen. Von Flächen in und um Städten, die miteinander verbunden werden, bis hin zu ganzen Landkreisen und Bundesländern, die ihre Biotope und Schutzgebiete verknüpfen. Deutschlandweit, europaweit. Es gibt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel zieht sich dort ein grünes Band durch Deutschland und Europa, wo früher Ost und West getrennt waren. Wir können alle etwas dafür tun, die Schönheit und lebendige Vielfalt unserer Natur zu erhalten. Wir können darauf achten, dass in unserer Gemeinde nicht gebaut werden darf, wo Biotopverbundflächen sind. In unseren Gärten können wir der Natur Platz geben mit einheimischen Sträuchern, Bäumen und Wildblumenwiesen. Als Bauern und Bäuerinnen können wir Teile unserer Flächen dafür zur Verfügung stellen und den Chemieeinsatz verringern. Wir können uns in Vereinen und der Politik für mehr Schutzgebiete und die Schaffung des Biotopverbunds einsetzen. So sorgen wir gemeinsam dafür, dass auch in vielen Jahren noch jedes Kind einen Feuerfalter entdecken kann.